Auch heute eine Legung für dich und deine Zwillingsflamme. Was sollst du hier wirklich erfahren? Was sollst du hier auch wirklich wissen? Es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe. Und wie ihr seht, dass ich mache täglich diese Legungen für euch. Es geht um die Liebe und es geht um die Universum, ja? Denn der Universum hat auch ein Auge dabei und es geht um den besagten Brief. Es geht um den besagten Brief und wir hatten gestern Portaltag. Vielleicht hast du deine Zwillingsflamme auch energetisch unterstützt. Vielleicht warst du auch bei dem Portal Energiekreis dabei. Es geht um diese Verstrickungen zu heilen und zu lösen. Es geht darum, dieses Hin und Her, soll ich oder soll ich nicht, loszulassen. Es geht wirklich darum, um wirklich anzukommen und es geht auch darum, diesen Neuanfang wirklich hier zu manifestieren. Also die Anziehungskraft ist sehr, 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 sehr stark bei deinem Zwillingsflamme. Es geht auch wirklich um romantische Liebe zwischen euch und es geht auch darum, dass hier noch eine Maske da ist. Also ich vermute, dass es von ihm ist, aber der Universum greift da auch ein und ich sehe hier, es braucht zwar noch so etwas Zeit, aber die Wunscherfüllung ist schon da. Also die Wunscherfüllung zeigt sich hier, ja, der Universum spielt also definitiv eine Rolle und das ist einfach sehr stark. Es ist einfach, der Universum unterstützt euch dabei. Jetzt lege ich jetzt mal die Karten. Wirklich viermal die 9 für euch aus. Schaut mal hinein, ist ein bisschen größer, diese Legung. Also das ist unterschiedlich und sei auch wirklich jeden Freitag bei dem Livestream dabei. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9. Sei einfach bei dem Livestream dabei. Und ich freue mich auf jeden Fall, freue ich mich auf dich. Ja? So, ist jetzt passend? Ja, dass du das auch sehen kannst, ja? Wir schauen jetzt mal ein bisschen näher an. Deine Zwillingsflamme schauen wir dem doch schon so ein bisschen näher an. Also auch wieder eine energetische Woche. Ja, wir hatten ja, also erst hatten wir Vollmond, dann hatten wir ja auch einen Portaltag. Jetzt stehen wir auch dann vor so einem magischen Datum. Ja, also der 22. Das ist ja auch eine ganz besondere Energie. Die 2-2 Datum wird auch wahrscheinlich viel Zwillingsflammen werden da auch irgendwie zusammenkommen oder sich auch melden. Aber auch nicht nur das, wir haben dann auch am 23. wieder Portaltag, also ein ganz energetischer Monat hier, diese ganze Zweien, also ist doch unglaublich, ja. Wir schauen das jetzt mal an, So. Ja, es geht hier um deine Zwillingsflamme. Der hat hier wirklich Sehnsucht. Also du kannst das schon mal sehen. Also eine unglaubliche, starke Sehnsucht, was da ist. Und was ist jetzt hier der Nachricht? Der Nachricht ist volle Glück. Schon mal Glück, Heilung und Herzensweg gehen mit Potenzial. Also er beobachtet dich. Und auch wenn er zerrissen ist, also er fädelt einen schlauen Plan. Unbewusst baut er schon die Brücke zu dir. Das ist doch gut, das ist doch super, ist doch wirklich eine coole Botschaft. Auch wenn vielleicht gestern so alles so anders aussah. Aber oft ändert sich auch ganz schnell hier etwas, denn auch die Energien im Außen spielen auch eine Rolle.
Und du schaust hier auf die Blockade in diesem seelischen Bereich mit dir. Also du siehst dich jetzt hier als blockiert und in deinem Unterbewusstsein spielt die Öffentlichkeit eine Rolle und die Leidenschaft spielt auch unbewusst eine Rolle. Und du willst hier auf jeden Fall, willst du hier die Treue haben. Also hier zeigt sich die Treue und dieses Bewusstwerden. Ja, dir ist es bewusst, dass du auch treu sein kannst, dass deine Zwillingsflamme treu ist zu dir. Und das ist doch großartig. Du weißt auch, dass hier der Universum diese Liebe beschützt. Das weißt du. Dass es auch in diese Tiefe geht und dass du auch die Kraft hast, daran zu arbeiten. Aber du weißt auch, dass es hier Verstrickungen gibt und dass du das auch lösen kannst. Du weißt auch, wenn du daran arbeitest, dass du deine Ängste und Verletzungen auch loslassen darfst und auch in dieses unbewusste Gefühl auch hingehen kannst. Wie geht es jetzt wirklich weiter bei deinem Zwillingsflamme? Er braucht noch Zeit, bis hier diese Wunscherfüllung hier mit euch zwei stattfindet. Er braucht hier wirklich Zeit. So nehme ich das wahr. Er braucht wirklich hier Zeit. Ja, also diese Wunscherfüllung und damit dieser Neuanfang und nach Hause kommen stattfinden kann. Es geht darum, wirklich, er wägt noch immer ab. Soll ich schreiben oder soll ich nicht? Vielleicht hat er auch zweideutige Botschaften für dich. Es geht immer noch nach wie vor um diesen besagten Brief. Mensch, Zwillingsflamme, schreib! Es geht um diese Romantik, es geht um diese Anziehungskraft und es geht um diese Maske. Wer braucht das schon, die Maske? Mann, leg doch die Maske ab. Also gerade bei dem Zwillingsflammen ist das doch so, dass man den anderen spürt und man weiß, was der denkt, was er macht. Also du kannst auch deine, der glaubt, du würdest es nicht wissen, du spürst es doch schon bereits. Und deswegen soll der doch diese Maske loslassen. Es soll doch zu dir authentisch sein. Und ich lege jetzt mal die Karten aus. So, ich lege jetzt mal die Karten aus hier auf die Blockade. Aha, er hat doch die Blockade. Er ist hier blockiert. Die Verstrickung hat was wirklich mit den Gedanken zu tun. Und es hat auch damit dieses Hin und Her, dass er da auch eine Entscheidung trifft. Es ist ganz wichtig, durch die Ängste durchgehen sollst du. Vorlebengeschichte, das sollst du tun. Blockiert bist du, weil du nicht weißt, was du willst. Weißt du nicht? Aha. Lass uns die Liebe schauen. Es ist eine karmische Liebe, eine Verabredung ist da. So, und wir legen jetzt hier auf deine Zwillingsflamme, der hatte Sehnsucht und du hast den Ring. Du kriegst den Ring von dem. Ist das nicht geil? So, jetzt schauen wir einfach mal, was fühlt er für dich? Konzentriere dich und melde dich heute noch dringend dazu an, an diesem, also Seelenpartner, Zwillingsfallen, Seelenliebe Online-Seminar an. Aha, auf ewig, ja. Auf ewig seid ihr miteinander verbunden und der ist dein heimlicher Verehrer. Ich weiß, ich freue mich auf dich. Alles, was du wissen musst, findest du in meinem Shop unter dem Video. Ich sage danke und bis bald.